Jo! Hi. Willkommen zurück zum Capcom Weekend. Wir haben es jetzt offiziell umbenannt. Du bist, mach der mit. Nein, ich guck nur zu, Spielgas-Kommentar drauf. Letzten Tag haben wir uns dann gerade unseren Charakter erstellt, beziehungsweise meinen hässlichen Fratz da. Ach, wenn du im Gegensatz zu diesen Kindern einmal siehst, ist deiner noch ziemlich schick. Im Gegensatz zu diesen Kindern sieht alles schick aus. Alleine. Fisch. Kleiner Fisch. Ich tausche großen Fisch gegen kleinen Fisch. Ich wollte sagen, hat er gerade den großen Fisch gegen zwei kleinen? Nee, einen kleinen getauscht, aber nein. Nein, gegen zwei. Wow. Holy shit, I got a shark. Guten Hunger. I am the Oh God, Speedos. Ist das Borat? Guten Tag, ich bin der Borat dieses Dorfes. Ich kann Borat nicht imitieren, tut mir leid. Irgendjemand muss ja diesen Job übernehmen. Die sind alle so komisch. So, ja. Ja. Männliches Wichtigstes teilzentriert ausgeschnitten gekleidet. Ja, das ist ein Attribut. No comment. Lord Raiden's cats. Hier so ein einziger Fischwert ist. Da waren drei. Trotzdem. Das sind Katzen, die kein Gemüse brauchen. Was erwartest du? Touché, touché. Ein neuer Krieger, der sehr, sehr doof aussieht, wurde geboren und überhaupt nicht in die Szene passt. Und hier nicht gezeigt werden darf, dass es nicht in die Render-Szene passt. Genau. Das ist ja vom Spieler erstellt. Das passt da nicht rein. Doof. Willkommen, Lord Nubi von Nubingstone. Hey, cool. Batterieleistung wird angezeigt. Der Ladebildschirm hat sich auch nicht verändert. Was soll ich her? Vielleicht? It's fucking Monster Hunter. Oder so selbe? Der sechste Teil dasselbe. Ja. Guten Morgen, Jäger. Hast du gut geschlafen? Ja. Mein Schwert steckt in meinem Schild. Könntest du mir mal helfen? Wer sein Trost für dich ist, im Dorf Morga gab es noch nie zwei Dämonen an einem Tag. Klopft auf Holz. Hä? Hä? Okay, wer war halt dabei Übersetzung gepennt? Knock for wood? Irgendwie sowas? Ich hab keine Ahnung. Das ergibt keinen Sinn. Aber erst will ich dich willkommen heißen. Ich bin der Chef dieser kleinen Gemeinde. Die Natur versorgt das Dorf Morga mit allem, was wir brauchen. Der Wald, das Meer schützen uns und versorgen uns. Wir sagen oft, dass das Leben hier Körper und Charakter stärkt. Ich sehe es, ihr lauft alle beinfrei rum. Aber es ist nicht alles eitel Sonnenschein, nein. Was hast du andersrum gemacht? Schnauze! Auch hier gibt es Turbulenzen, im wahrsten Sinne des Wortes. Hast du schon mal von dem Lagiaklus gehört? Ein ekliges, bösartiges Seemonster aus der Collector's Edition beiliegt, das sich in der Nähe niedergelassen hat. Übrigens, ich habe nicht die Collector's Edition. Ich habe mal so lustige Classic Controller Bundle. Wenn eine solche Bestie angreift, kann unsere Jagdflotte froh sein, noch zu leben. Und die Beute ist da kein Thema. Darf ich einfach mal raten, dass das Titelfiech ist? Weiß nicht, ob ich es sehen könnte gerade. Ich habe keine Ahnung. Heißt das Viech so? Was soll's. Aber verhungern werden wir nicht. Die Beben lassen vorher alles versinken. Tja, und das ist ein anderes Problem. Du hast ja schon umgespült. Wer weiß, was es verursacht hat. Aber das Meer ist ziemlich unruhig geworden. Wie auch immer. Wir wissen nicht weiter. Und du bist die Lösung. Weil wir nicht weiter wissen, wir doof sind und du der Einzige bist, der nicht doof ist. Aber du bist ja nur. Also von daher. Ich lese zwischen den Zeilen, verstehst du? Okay, dann zurück zum Text. Ich glaube, das Dorf Morga braucht einen Jäger. Ja, und wenn ich online gehe, kommen ca. 2 Millionen weitere dazu. Ja, der Lagiaklus ist mächtig. Zu stark für jeden Menschen, wie die Dorfbewohner sagen. Pah! Stärke ist eine Sache, Unbesiegbarkeit die andere. Ha, ha. Hä? Der Lagiaklus mag so sein, aber er muss auch essen und schlafen. Er ist stark, aber du bist unbesiegbar. Ah, das erklärt einiges. Und eines da. Warum spielt das Spiel überhaupt nicht unbesiegbar? Setz ich mich irgendwo rück auf das Viech und dann kommt da so tank, 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 ein paar Weile mit dem Schwert auf den Panzer ein. Irgendwann fällt das Viech um. Ja. Jo. Und eines Tages muss er, wie wir alle, sterben. Ha! Wenn ich 30 Jahre jünger wäre, würde ich selbst dafür sorgen.
Annehmer. Aber auch ich bin sterblich. Also überlasse ich den glorreichen Kampf der jüngeren Generation. Also dir, weil du unsterblich bist, wie wir gerade festgestellt haben. Du weißt doch, das typische Klischee. Kinder sind, sterben nicht. Genau. Außer das Spiel ist ab 18. Und sterben nicht. Aber alle. Und zwar im Intro. Wo wir von Jugend reden. Hast du mit meinem Sohn gesprochen? Wohl nicht. Gestern kam ja das Leben dazwischen. Ich sehe Junior nirgends. Er kann nicht weit sein. Sehe ich im Dorf um, du wirst ihn schon finden. Oh, und noch etwas. Du weißt zwar nicht, wie er aussieht, aber du wirst ihn schon finden. Hier ist dein erster Lohnjäger. Es ist nicht viel, aber ein guter Anfang. Was hast du getan? Ja, das wüsste ich gerade auch gerne. Ja. Jäger und Menschen komisch angezogen. Schnauze, müsst ihr gerade sagen, ihr beifrei. Ihr beifrei Eierschaukeler oder so. Aber pass auf, wenn er wütend wird. Er ist vermutlich im Dorfzentrum bei den Vorräten. Wenn nicht, muss er in den Morgarwald gegangen sein. Rat mal, wo er ist. Okay. Also weißt du jetzt, was deine ersten 300 Milliarden Missionen sind? Hm? Ja, und Vorräte sammeln. Ja, deine Sprechblase, der muss wichtig sein. Entschuldigung, Jägerperson. Warum bewegt sich der Boden aber gar nicht? Gute Frage, du hast dein Auge für Details. um in den Morgarwald zu... Das ist der Mockerwald, jetzt weiß ich's. Das ist Übersetzungsfehler. Das erinnert mich an Final Fantasy 7. Kaffeekrise. Nein, not Coffee Crisis. Um in den Mockerwald zu gelangen, überquerst du einfach die Brücke. Du kannst auf den gleichen Weg zurückkommen, also vergiss dir eigentlich. Der sorglose Junge ist nicht betrunken, also kannst du nur normal sprechen. Okay. Wir sollen um Erlaubnis fragen, wenn wir in den Wald gehen. Oh, aber ich will dir nicht vorschreiben, was du tust. Das ist ein Ausrüstungslager. Dort ist ein Ausrüstungslager, weil du Ausrüstung brauchst. Du solltest nicht so angezogen sein wie ich. Bin ich aber. Ah! Oh ja, ich hab den Stein genommen, als ich gehört habe, dass ein Jäger kommt. Willst du ihn hier? Damit schafft man Klingen. Hey, du bist netter, als ich dachte. Mein Bruder meinte, du wirst mir den Hintern versuchen. Oh, du bist okay. Du hast doch gar nichts gesagt. Ich weiß! Ich habe einen Wettstein gekriegt. Fünf davon! So, ja. Jede Menge Scheiße. Du willst so aussehen, was du hast als Anfangswaffe? Nein. Okay, Auszeichnung. Verlieben. Boah, ein gewaltiger Wolvern. Rette uns, Ausrüsterin. Der aufgeladene Hieb meines Großschwerts zerteilt Schuppen. Der Wolvern schwankt, die Dorfbewohner jubeln. Ratatat, ich nagel die Bestie mit PSS aus der Armbrust fest. Autsch. Dann gewagter Luftangriff. Zack, die Wolvern ist erledigt. Lanzenangriff. Und der Wolvern. Was auch immer. Wolvern. What the fuck, man. Er flieht, während die Menge mich auf den Händen trägt und... Ich bin tot. Stehst du schon länger? Ich habe mir gerade virtuelle Kampfszenen ausgedacht, um die beste Waffe zu finden. Ich meine, sieh mal, ich arbeite in einem Waffenladen. Wie soll ich Jägern helfen, wenn ich die beste Waffe nicht kenne? Virtuelle Tests sind nicht ernst zu nehmen, sind ein ernsthaftes Geschäft. Meine Fresse, echt. Echt, Mensch. For real. Oder soll ich mir das Übliche sagen? Keine Waffe ist perfekt, ihr seid ihre Stärke. Oh, bitte, so hat mein Opa ja eine Ware verkauft. Und das hier ist nicht mein Opas Waffenladen. Opas Waffenladen. Ich lese zwischen den Zeilen. Ich lese Fehler rein. Ich weiß einfach, dass es eine Waffe gibt, die besser ist als alle anderen. Und ich werde daraus dann weg. Wenn du dich jetzt beziehen würdest, damit ich jetzt zu meinem virtuellen Camp zurück kann. Wo war ich? Auf Händen. Da. Du bist ein Kunde? Ah, richtig. Arbeit. Okay. Dann kaufen wir mal Schieß ein, ne? Oh, ja. Kaufen wir am nächsten Teil ein. Dankeschön. Bis dann.